Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Review-Video. Heute möchte, oder zum, der erste Panzer, den ich euch vorstellen möchte, ist der IS-7 Granit von Kobi. Und es ist ein Set von mit, die Setnummer ist 3040 oder 3040 oder 3040 mit 844 Teilen und einer Figur, die jetzt nicht erwähnenswert ist. Also schon gut, aber es ist made in der in EU, also Kobi produziert nur in der EU und auch alles sehr schön gut also, und pet printed, also es gibt keine Anführungsstriche schlechten Sticker, die man drauf klatschen könnte, machen sollte, müsste, wie auch immer. Es ist ein, es ist die Nicht-Premium-Version, es gibt, gab mal ein Premium und ist halt ganz Kobi-typisch, alles ausgegraut, was der vorherige Box ist ausgegraut und ja, die Teilübersicht ist sehr, sehr gut. Hier gibt es, was früher nicht so war, eine Übersicht von allen Teilen mit dazugehörigen Bestellnummern. Bei mir hat es nicht funktioniert, das Bestellen, und es gibt auch keine Farbpads, also alle Teile sind in den Farben, wie man sie braucht. Also wir haben hier Sandfarben, schwarz, grün, braun, schwarz, grau, halt nur die Farben, die man braucht, und kein dusseliges Gelb, Rosa. Ihr versteht, was ich meine, oder? Es ist die World of Tanks Version. Hier ist, das wäre die Figur, ist einfach so ein Gamer mit Headset und einem Laptop. Also passt leider nicht. Das wäre besser, wenn da irgendeine russische Kommandantenfigur ist, halt auf der World of Tanks Serie. Hier. Hier ist das Ding. Hier ist der Panzer zu sehen. Hier ist Kobi, auch hier unten, ne? Pad printed, no stickers, made in EU. Und jetzt zu diesem Schmuckstück. Es ist nicht klein, es ist halt nur Kobi-typisch, mittelmäßig quasi, sagen wir es mal so. Es hat hier oben ein Zwillings-MG zur Flakbekämpfung, zur Flugzeugbekämpfung oder so. In der normalen Version wäre das übrigens nur grün, also nur diese Farbe und auch keine von denen, also weder keine Nebelwerfer, es war halt alles nur in diesem Grün gehalten. Hier wäre auch normal eigentlich nur, glaube ich, nur eins von diesen MGs oder sowas und es war halt kein Geschütz, sondern ein MG. Hier haben wir irgendwelchen Stuff, ich finde es halt cool, das hier ist ein bisschen wackelig, halt nur so einer Nappe befestigt und ja. Hier sind irgendwelche Taschen, ähnliches wie Taschen. Das finde ich sehr cool. Und wenn ich quasi auf Bodenziele schießen will, klappe ich das quasi weg, das Zielfernrohr, und dann kann sich es auch frei bewegen. Was ich schade finde, aber ich nehme an, das ging nicht anders, dass der Radius nach oben ziemlich begrenzt ist. Also es wäre jetzt eher was für einen Tiefflugflieger oder sowas. Hier hinten könnte man eine Figur reinsetzen und ja, ich montiere es mal ab. Auf der Seite wäre quasi noch Ersatzmunition. Die kann man jetzt hier nicht drin machen, weil die wurde so befestigt, also ein großes, und hier bräuchte man theoretisch zwei einzelne. Hier ist eine Antenne, diese lustigen nicht festen Antennen, und wozu der Teil hier ist, das weiß ich leider nicht, aber das ist also ein Sandsacknetz, was Kleines zu gucken. Und hier ist halt Nebelwerfer. Hier hat es ein Licht, da hat, glaube ich, einen Suchscheinwerfer oder sowas. Und hier ist halt das Rohr, ist jetzt lang, quasi lang. Ist halt gedruckt hier, wie gesagt, als Pad Printed, no Stickers. Ich werde es immer wieder sagen, weil ich es einfach gut finde, dass sie halt keine komischen Sticker reinmachen. Das ist halt gedruckt, leider nicht. Kann man leider nicht so 3D wie bei solchen anderen Chef. Hier hat den Motor. Hier muss man aufpassen, da passiert das gerne mal. Und ja, das mache ich kurz dran. Na, jetzt hier, der Motor ist halt gebaut, also das ist kein so ein Vormotor. Hier hat die Kühlergrills. Und hier, das sind die Auspuffe, nehme ich an. Das sind die Benzintanks. Das sind, glaube ich, kleinere Benzintanke oder so. Hier ist so ein Baumstamm. Da habe ich leider einen Teil verloren.
was hier los ist. Jetzt geht's wieder. Den Teil habe ich leider verloren. Hier unten wären Ersatzketten. Ich glaube, das müsste quasi weiter höher, aber ist nicht schlimm. Sieht auch so gut aus. Im Turm wäre normalerweise eigentlich hier hinten müsste noch ein M2 MG sein. Also jeweils hier und hier. Müsste eigentlich noch MGs nach hinten sein, die vom Kommandanten, glaube ich, bedient werden. Da müsste der, die sind halt nicht beweglich, die stehen halt steif. Und dann müsste der quasi, um zu schießen, mit der Wanne so hin und her wackeln. Mit Federung und so. Oder Turm drehen und dann halt hier so hin und her, sodass die Federung hier quasi spielt und dann könnte man damit schießen. Hier hat es ein MG, ist wieder vom Fahrer bedient, während das MG hier auch vom Fahrer bedient. Also die beiden MGs wurden vom Fahrer bedient und hier und konnte halt hier, schossen halt hier so vorbei, waren halt auch unbeweglich, wie ihr sehen könnt. Und da musste man halt auch die Wanne drehen und hin und her machen. War sicher lustig für den Rest der Crawl, wenn der Fahrer seinen MG Spaß hat. Hier, die Front ist sehr gut, also ich finde es auch sehr cool gemacht hier, den Teil. Auch die Rundung hier, Lego kann das in keiner Welt, also die Sets sind so schlecht geworden in letzter Zeit. Aber nicht, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Hier hat es ein Abschleppseil, ist gut gefestigt, allerdings theoretisch hätten sie, wenn es möglich gewesen, noch hier unten eine Klammer hinmachen können, da. Hier hat es zwei Lichter und da hat es ein Licht für den Fahrer. Also gut beleuchtet ist es. Hier ist die gedruckte Fahrerluke leider nicht auf so einer schrägen. Und was ich auch noch schade finde, dass wenn ihr euch mal ein Originalbild anseht. Hier. Dann seht ihr vielleicht, dass die Wanne spitz, ziemlich spitz zulaufend ist, was jetzt hier nicht so ist. Das erinnert mehr an den IS-3. Ja. Das finde ich schade, dass sie das nicht so gemacht haben, dass sie nicht ein bisschen spitzer hier, vielleicht dahin oder so gehen. So ein bisschen spitze zulaufend, aber an sich auch sehr gut gelöst und ja, tolles Set. Gute Sternequalität und mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und lasst ein Abo an, ein Like da und schreibt, wenn ihr mehr von diesem Format wollt, Hashtag mehr in die Kommentare.